Lesung aus der Apostelgeschichte. An jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche von Jerusalem herein. Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, sie mögen den Heiligen Geist empfangen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen Jesu des Herrn getauft. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Die Leseordnung sieht vor, dass die Lesung beginnt mit in jenen Tagen. Im Originaltext heißt es aber an jenem Tag, nämlich an dem Tag, als Stephanus gesteinigt wurde. An diesem Tag bricht die Verfolgung aus und die Verfolgung bewirkt aber kein Ende der Menschen, die Jesus nachfolgen, sondern bewirkt, dass immer mehr Menschen davon erfahren. So auch die Menschen in Samarien, eine Gegend, wo Jüdinnen und Juden sonst nicht gerne hingehen, wo sie sich unrein machen. Ein Satz, der mich heute ganz besonders bewegt hat oder auch schon gestern in der Vorbereitung, ist der letzte Satz. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Dieses Hände auflegen ist etwas, was Jesus auch immer wieder gemacht hat. Er hat den Kindern, wo die Jünger zuerst wollten, dass sie doch weggehen, die hat er zu sich rufen lassen und hat ihnen die Hände aufgelegt und ich bin fast überzeugt, dass er sie auch vorher in den Arm genommen hat. Und er hat auch nicht nur eine Hand aufgelegt, sondern beide. Und so tun es jetzt auch die Apostel. Und so tun wir es bis heute. Wenn ich meine Nichte und meinen Neffen sehe, dann kann ich meine Hände fast nicht von ihnen lassen. Ich fahre über den Kopf, fahre über die Schulter, nehme sie in den Arm. Oder auch die Elisabeth, wenn sie im Kindergarten ist, wenn die Kinder sich am Nachmittag hinlegen, die kleinen Zwerge, dann gibt es ihnen ein Segenszeichen auf die Stirn. Und so sind wir, glaube ich, auch heute noch eingeladen, mit unseren Händen für andere zu beten, für andere da zu sein, stellvertretend für Gott seine Hand zu sein, auch seine Stimme zu sein. Die Alternative zu dieser Lesung wäre heute gewesen, die Erzählung von Ezechiel, die Gudrun uns am Samstag bei der Vigil verkündet hat, wo der Prophet aufgefordert wird, an Gottes Stelle über die Gebeine zu sprechen, sie anzuhauchen, damit Leben, damit Geist in sie kommt. So sind auch wir eingeladen, wie ich schon gesagt habe, mit unseren Händen zu beten, mit unserer Stimme und mit unseren Händen stellvertretend zu handeln und zu sprechen. Und vielleicht können wir heute ganz aufmerksam dafür sein, wo wir heute bei aller Achtsamkeit auf die Covid-Regeln mit unseren Händen oder sonst mit unserer Stimme für andere beten können, stellvertretend für Gott Gutes über die Menschen sagen können, segnen können.